Paket. Jetzt aber. Diesmal aber. Ja, die liebe Klopsi. Erstmal, wer hat mir überhaupt das Paket geschickt? Die liebe Klopsi. Und ich glaube, es ist auch etwas, was sehr lange schon für mich rumlag, oder? Weil die Klopsi meinte ja, sie wollte mir schon auch länger was schicken und auch Sachen, die sie irgendwie mittlerweile vergessen hat. Oder so. Guck dir mal das neue Video von Path of Math an. GC Totems. GC. Ich bleib bei Ball Lightning Miner, glaube ich. Ich bleib einfach weiter beim Ball Lightning Miner. Lass dich überraschen, steht alles drin. Alles klar. Okay, die Musik vom Spiel, warte mal. Warum ist die Musik aus? Da ist sie doch wieder. Ah. So. Na dann. Ich hab so einen schönen Tag. Jetzt darf ich noch Pakete aufmachen. Es wird einfach immer besser. Es wird einfach immer besser. Also erst den obersten Briefumschlag öffnen. Wunderbar. Alles klar. Mit Anleitung. Das Paket. Schlupp, schlupp. Das sollte... Ah, nee, an den Seiten noch. Zick. Und... Zick, zick, zick. Wenn da jetzt noch ein Kuchen drin ist, dann sterbe ich. Oh, der Kuchen. Hast du die Torte gesehen vorhin? Oh mein Gott. So geil. So, warte. Ich kann es unmöglich anheben und uns gleichzeitig reingucken lassen. Also glaubt mir wirklich, das Paket ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich kann es nicht so hochheben und mit der anderen Hand aufmachen. Ich muss so... Oh, hallo. Was haben wir hier denn? Ich habe... Okay, warte. Ich hole erstmal... Ich gucke so und hole, damit ich nicht reingucke, weil da drunter liegt was. Ich hole den Umschlag raus. Jetzt ist es wieder zu. Der hier zuerst. Stand auch bei mir dran. Keine Musik da, doch ganz leise. Ganz, ganz, ganz leise sollte Musik im Hintergrund vor sich her stöhnen. So, warte. Und zuerst dran riechen, wie immer, das ist wichtig. Das riecht so neutral. Also entweder habe ich meinen Geruchssinn verloren. Klopsi ist dein Parfum von der Firma Nichts. Mit der Duftmarke Neutralé. Weil das riecht ja nach gar nichts. Wollte Parfum drauf spülen, hatte aber Zeitmangel. Oh nein! Weil es riecht original nach gar nichts. Und das hatte ich... Ode Nichts. Nothingness. Made by Air. Ja, genau. Nothingness for Woman. Geil. Ich bin überrascht. Weil man hat ja auch ansonsten also so seinen Duft, seinen Kleidungsduft von der Waschmaschine... Und ich rieche gern an Briefen. Ich mache dann immer so ein, ich erstelle ein Täterprofil anhand des Duftes. Hab den Brief Montag noch geschrieben, während ich dir zugehört habe im Stream. Daher das Nichts. Die geistige Leere, die beim Zuschauen bei mir entsteht. Ich kenne das. Wir fangen an. Warte. Die Klopsi schreibt. Hallöchen Max. Mit dem Kleinen, guck mal. Klein ist gut, aber seht ihr das? Nein, natürlich nicht. Doch, da hat man es kurz gesehen. Da, ein Herz. Guck mal. Mit so einem kleinen süßen Sticker. Ist es selbst gemacht? Nee, ist nicht selbst gemacht, oder? Ist so ein Edeka-Sticker sicherlich in so einem Gutschein-Sammelheft. Ist sowas, oder? So ein Gutschein-Sammelheft-Sticker. Hallöchen, Max. Herz. Zuerst einmal möchte ich erwähnen, dass dieses Paket nicht nur von mir kommt. Wer alles daran beteiligt ist, wirst du im Laufe des Briefes erfahren. Also alles Gute von uns. Zum 53. Geburtstag. Ja, war ein schönes Paket. Und dann spielen wir weiter. Fräulein. Gut. Sie hören von meinem Anwalt. Auf dass dein Adoniskörper... Okay, jetzt geht's schon wieder. Ich will schon wieder vergessen. Alles gut. Auf dass dein Adoniskörper uns weiterhin in voller Pracht erhalten bleibe. Auch wenn deine Haarpracht, ja, sich langsam aber sicher in Luft auflöst. Ja, das tut sie. Also tut sie halt wirklich. Und das ist für mich aber zum Glück in Ordnung. Das ist... Damit kann man mich halt nicht ärgern. Das ist gut. Ich freue mich auf Glatze. Ich freue mich echt. Naja, genug der Nettigkeit. Du willst ja sicherlich etwas auspacken. Ja,
Dann fang mal mit dem Paket Nummer 1 an. Die gibt es zweimal. Also mit welchem fange ich denn dann an? Es gibt zweimal Paket Nummer 1. Darf ich jetzt beide aufmachen oder nur eins von beiden? Was? Muss ich studiert haben, bevor ich das Paket aufmache? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Mach Paket Nummer 1 auf. Alle heißen Paket Nummer 1. Nein! Beide aufmachen. Okay, Reihenfolge ist egal. Alles klar. Warte, dann lege ich das erstmal beiseite. Oh! Ich sehe, was die Gold ist. Es ist Gold. Ich hab... ich hab flüssiges Gold bekommen. Du geile Sau. Ja, Mann. Deswegen hast du gefragt. Nicht für dich selber. Nicht für dich selber, sondern dafür. Ich dachte, du wolltest es selber... Danke. So, Paket Nummer 1, warte. Was haben wir hier? 6. Ist 6 eine 1? Nein, okay. Dann haben wir 3. 8. Das hier kommt später. Oh mein Gott, ist hier viel drin. Hier ist so viel drin. Hier ist alles drin. Hier ist einfach alles drin. Warte. Noch eine 6. Okay. Warte. 4. Noch eine 6. Sag mal, geht's noch? Frank, mach Paket Nummer 6 auf. Aber achte darauf, nicht Paket Nummer 6 aufzumachen aus Versehen. Das steht dann nachher dann nämlich da. Und dann ist wieder meine Schuld. 2, okay. Wo ist dann jetzt die 1? Hä? Warte. 2? Ihr wollt mich verarschen. Es gibt 2 Pakete Nummer 1. Wo denn? Was? Was? So, hä? Nee, 6 ist eine 9. Nee, an der 6 steht unten rechts auch noch ein Punkt. Deswegen, damit es gar keine Verwechslungsgefahr gibt. So. Natürlich sind die Zahlen, die nicht zuerst drankommen, ganz oben. Ich pack da, nee, okay, nicht auf den Kuchen. Ich habe keinen Platz. Fuck. Dahin. So. Das erst später, genau. Das hier war auch nochmal eine 6. Jedes Paket ist Nummer 6. Dann haben wir noch eine Nummer 6. Dann haben wir noch eine Nummer 6. Dann haben wir noch eine Nummer 6. Gut. Dann, oh, eine Nummer 6. Ihr könnt ihr es sehen, ja? Da, 6 mit dem Punkt. Gut. Dann, oh, noch eine Nummer 6. Das ist halt wirklich noch eine. Das gibt's gar nicht. Dann haben wir eine 5. Oh, das ist eine neue Zahl. Die kenne ich nicht. Eine 1. Die erste 1. Warte, aber ich brauche noch eine. Unter dem ist noch... Wow. Du hast nicht wirklich unter dem flüssigen Gold was versteckt. Hast du. Ach, das flüssige Gold, da steht eine kleine 1 drauf. Verfluchen tue ich dich. Ich verfluche dich. Oh, so, ich zeig dann erstmal das flüssige Gold. Und ich habe recht gehabt. Ich habe gesagt, in dem Paket muss Gold drin sein, weil es ist so schwer. Und ich als, ja, erfahrener Mensch... Ich weiß halt, wie sich Gold anfühlt. Und ich hatte recht. Ich hatte absolut recht. Es ist flüssiges Gold. Oh mein Gott. Und du weißt das. Ich liebe das. Also das, ich liebe das so, so sehr. Es ist Rockstar Energy mit Blue... Nee, es ist nicht Blue Raspberry, sondern Blueberry. Das ist das Blueberry-Ding, nicht wahr? Warte, weil... Ja, genau. Weil Blue Raspberry ist einfach nur die blaue Dose, aber das ist die blau-violette. Und das ist so geil. Das ist so unglaublich. Zuckerfrei? Ja. Wenn die Dose leer ist, ist es zuckerfrei. Mhm. Ja. Ja. Wo ist die 1 versteckt? Hier. Drauf. Da. Oh, ich liebe es. Oh, Klopsi, ich liebe es so sehr. Muss ich den Rest noch öffnen? Das kann nur noch schlechter werden danach. Nein. Oh. Nein, ich liebe das. Da steht Raspberry. Habe ich doch gesagt. Blueberry. Blueberry Raspberry. Das ist die Blueberry Raspberry. Habe ich das nicht gesagt? Habe ich doch.
Nee, der Rest ist unwichtig. Dann ist gut. Yay! Oh, ist das geil. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Vor allen Dingen, morgen ist Pass of Exile. Ja! Oh, am Samstag muss ich feiern. Scheiße. Egal. Ich pack das mal nach unten. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. So, das ist nochmal eine 6. Ehrlich, ich habe noch ein Paket übrigens mit einer Nummer 6 entdeckt. Oh, boah, ich piep's wohl. Jetzt kann ich die anderen Sachen aber wieder reinmachen. Genau, hier habe ich noch eine 1, die öffne ich gleich. Ich hole erstmal die anderen Sachen alle wieder. Natürlich ungeordnet, damit ich dann wieder suchen darf. So macht man das. Es sind eh alle 6. Also was soll's. Ich werde übrigens Mathe-Studentin. Zum Glück keine Tetris-Studentin. Warte. Nee. Hab nichts vergessen? Super. Warte, jetzt machen wir noch das auf. Wir wissen alle, wie er am Sonntag aussieht. Ganz schlimm werde ich aussehen. Wirklich ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. So, warte. Jetzt kann ich euch auch wieder richtig gut lesen. Ich darf ja einfach erstmal aufmachen und dann lesen, ne? Warte. Beefy? Ist es Beefy? Ich zähle zusammen. Ist es Beefy? Ja! Oh mein Gott! Oh mein... Ja! Alter! Ich hab Gamescom! Oh, Klopsi, bist du gut! Oh, bist du gut! Das ist, als Erklärung. Gamescom, jeder Tag auf der Gamescom ist, wie Koreakrieg. Ah! Und damit ich das innerlich überstehe, habe ich ein Ritual. Jeden Morgen, bevor ich auf die Gamescom gehe, gibt es eine Tanke vor der Gamescom. Und dort an der Gamescom-Tanke hole ich mir jeden Morgen ein Rockstar Energy, entweder Blue Raspberry oder Blueberry und Beefy. Einmal ein Beefy Ranger, eine normale Beefy-Wurst und manchmal auch noch dies mit dem Teigmantel drumrum. Oh, das ist Hammer. Das sind 6 geile Beefy-Würste. Oh mein Gott. Das sind 6 leckere Beefy-Würste. Ich kann... Oh Gott, Entschuldigung. Ich kann also meine Gamescom-Woche nachstellen. Nicht jetzt. Ich bin immer noch so pappsatt. Der Tag heute war nur Essen. Das ist so eine tolle Idee. Wirklich, das ist so eine tolle Idee. Ich liebe das so sehr. Warte. Ich muss weiterlesen. Die Gamescom... Oh, die Gamescom war vor kurzem. Und dennoch haben wir sie vermisst. Ja. Vielleicht kann so nachträglich noch etwas Stimmung ausgelöst werden. Wir vermissen deine Umarmung. Deshalb fühl dich von uns einfach abgeknutscht und wir fühlen uns von dir mit Schweiß eingerieben. Zum Glück hast du das W nicht vergessen. Ansonsten ist es immer merkwürdig auf meinen Fantreffen. Der Max reibt uns mit Scheiß ein. Du meinst Schweiß, oder? Nein. Oh. Smooth, vielen lieben Dank. Smooth, danke schön. Vielen Dank. Aber Beefy, niemals in geschlossenen Räumen aufmachen, deinen Mitmenschen zuliebe. Du darfst dann aber auch niemals in diesem... Also du darfst auch vorher keine Beefy gegessen haben, wenn du in dem Raum röpst. Weil dann riecht's noch schlimmer. Dieser Beefy-Röps, ich meine, der ist toll. Ich finde den toll. Aber, ne? Dass du einen ausgezeichneten Modegeschmack hast, wissen wir ja. Naja, ich hab... Nein, nein, ich ziehe einfach irgendwas an. Ich mag Sachen zum Anziehen. Durch deine Aktivitäten in letzter Zeit konnten wir besonders modische Kleidungsstücke von dir betrachten und würden dem gerne noch eine Prise Geilheit nun hinzufügen. Bunte Socken. Also, ja, das ist das perfekte Paket. Das ist das perfekte Paket. Wir würden dem gerne noch eine Prise Geilheit hinzufügen. Du darfst jetzt Paket 2, gibt es zweimal, öffnen. Paket 6 gibt es 6-mal. Ich habe schon nachgezählt übrigens. Das ist geil. Bunte Socken. Ich call es jetzt. Es sind bunte Socken und bunten Schlüppi vielleicht, aber den seht ihr nicht. Das wäre langweilig für euch. Vielleicht ein buntes Schweißarmband. So für die Stirn. Mal gucken. Wir haben 6. Ist schwierig, die 2 zu finden. 2, 1. Könnten definitiv Socken sein, definitiv. Und hier
6. Ich weiß, die Musik ist gerade aus, aber müsste gleich wiederkommen. 8. Später. 3. 6. 5. 6. 7. Gibt's Paket 2 wirklich zweimal? Ah, ja. Das ist runtergefallen, Entschuldigung. Ja, es gibt zweimal Paket 2. Entschuldigt bitte. Das sind 2 Sockenpakete. Das sind 2. Das sind. Oh Gott, bitte lass sie bunt sein. Muss aufmachen. Oh! Haha, ja, wie geil! Oh! Ja, wie geil! Pokémon. What? Sieht. Ja, boah! Halt die Backen, geil! Komm mal raus, das sind Glurak-Socken! Warum auch nicht? Alter, Hammer! Wie genial ist ein bisschen das? Das ist voll mein Ding. Charizard und Bulbasaur. Oder Venusaur. Es ist Venusaur. Entschuldigung, Venusaur. Und Squirtle. Nee, das ist einfach nur blutiger Pokéball. Wow! What? Pokémon. Gonna kill them all. Gonna rape them all. Alter! Was noch? Dann Blastoise. Und vor allen Dingen blaue Socken. Alter! Und Pikachu. Oh, das guckt aber. Was ist mit dem Pikachu passiert? Nee, es guckt in Ordnung. Okay, es sah nur gerade. Bei mir sah es so komisch gestreckt aus. Sieht völlig in Ordnung aus. Pika! In der Megaform. Original von Pokémon. Und es gibt noch mehr Socken. Weg damit. Wo habt ihr sowas her? Es gibt One Punch Man Socken? What? Wow. Geil. Genos. Oder? Bitte? Genos? Wie heißt er? Steht der Name drauf? Hier, Mr. Roboter. Es gibt One Punch Man Socken? Alter, jetzt bin ich unfassbar neidisch, oder? Wie heißt er? Ja, Genos ist richtig gut. Boah. Boah. Wen haben wir noch? Die Psychotante. Mein Gott. Okay, die Namen der anderen Agenten. Ups. Wow, keine Ahnung gerade. Hier, die sehr, 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 sehr tolle Psychotante. Tatsumaki. Alles klar, Tatsumaki. Die Musik ist aus, ne? Scheiße. Entschuldigung, warum ist denn die Musik eigentlich aus? Da ist er ja wieder. Keine Ahnung. Hammer! Kein Knacki? Wie kein Knacki? Willst du Knicki-Knacki mit mir? Ich bin verheiratet, Laptop, seit 3 Jahren. Du kommst 3 Jahre, also für Knicki ist zu spät. Dann haben wir das Zeichen der Helden. The Hero Association, genau. Mit dem handelsüblichen Adler, ganz klar. Warum gibt es... Wo habt ihr das her? Also, falls es euch interessiert, weil es gibt mehrere One-Punch-Man-Begeisterte da draußen, es ist von Primark? Nein. Ehrlich? Aber vertreten oder vertrieben von VIZ Media Europe, falls es euch hilft. Das gab's bei Primark? Im Ernst? Wow! Ich bin noch nie im Primark gewesen, weil die Leute, die da rausgehen, sind der Grund, warum ich nicht reingehe. Bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn ihr in Berlin sehen würdet, was aus dem Primark geht oder was davor rumlungert, gehe ich nicht in den Laden. Entschuldigung. Es ist einfach schlimm. Es ist wirklich schlimm. Same, ja, oder? Und dann haben wir unseren... Na, sehen wir ihn auch? Meine Kamera ist heute wirklich absolut gegen mich. Ich hoffe, ihr erkennt ihn. Den Okay-Mann. Okay. Gibt manche coole Sachen da drin? Ja, anscheinend. Wusste ich echt nicht. Wusste ich nicht. Der sieht so süß aus. Sind mehr solche Chibi-Versionen davon. Oder nein, Chibi sieht nochmal anders aus. Aber sind offiziell vertreten von Shueisha. Steht nämlich auch unten. Shueisha. Offiziell. Hier Dingsbums. Distributed. Und corporated. Und dann haben wir, den Ninja. Die Namen kann ich mir nicht merken.
Saitama und Genos gehen noch, die anderen Namen merke ich mir einfach nicht. Sonic, ja, Tatsache, den Namen hätte ich mir tatsächlich auch merken können. Ja, es ist Sonic. Ja. Ist das geil. Ist das geil. Die müssen unbedingt gewaschen werden erstmal, bevor ich die anziehe. Okay, die riechen nach... Ja. Okay. Man muss Schuhe imprägnieren, aber doch nicht Socken, meine Güte. Sonic. Spider-Man. Also, ich wollte das Paket zumachen. Was mache ich denn? Entschuldigung. Ja, das war's. Also, jetzt kann es nicht mehr besser werden. Ich habe mein Beefy-Frühstück bekommen. Ich habe Socken bekommen. Was soll hier noch drin sein? Zeig's mir. Zeig es mir. Du darfst jetzt Paket 2 aufmachen. Gab's zweimal. Es ist der Wahnsinn. Ich liebe Socken und bunte Socken. Perfekt. Ich habe für die nächsten Ring Fit Streams alles parat. Weil deine Lieblingsbeschäftigung nach dem Essen Essen ist und du gerne isst, während du Snacks snackst, bekommst du noch mehr, ja, so nicht, bekommst du noch mehr Futter zum Futtern. Essen, Paket Nummer 3 öffnen. Oh, weh, es ist Beef Jerky. Oder Picoballa. Moment, ich bekomme Futter zum Futtern. Das könnte alles sein. Also entweder ist es Beef Jerky oder Picoballa. Beide Sachen, die ich sehr liebe. Das ist ein krasses Paket, Alter. Das ist... Wartet. Ich meine, es ist eigentlich... Oh. Ich hab euch nicht verdient. Ich hab euch nicht verdient. Es ist beides. Das ist so kacke. Es ist nicht wahr. Es ist einfach beides. Oh, das ist wirklich krass jetzt. Das ist wirklich krass. Oh, 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 oh ja, die sind so lecker. Die kleinen, wunderbaren Oster-Sticks sind unglaublich. Und... Beef Jerky. Alter, auch noch die großen Packungen? Ihr seid bekloppt. Das sind auch noch die großen Packungen. Oh mein Gott. Oh. Und. Oh. Oh, das sind. Ah, nee. Oh, das sind die großen. Es gibt davon große. What? Ich kenne nur die Picoballa. Es gibt die Ballaballa. Das sind dieselben, nur in groß? Nein, oder? Aber ich habe mein Leben mit einer Lüge verbracht. Wartet. Oh, ja, sind sie. Ich riech sofort. Nein. Ich muss einen essen, sorry. Die gibt es in groß? Was will ich mit den kleinen? Ich werde so fett. Ist egal. Es ist wunderschön. Ja, Pico heißt doch klein. Ja, aber wenn du das Große nicht kennst und Haribo bringt ein Produkt raus, was Picoballa heißt, dann denkst du doch nicht daran, na, dann muss es auch ein Großes geben. Sondern nur, dass das Produkt halt so heißt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Ich bin so glücklich. Okay, was soll jetzt noch drin sein? Im Ernst. Gibt's noch irgendwas über mich, wo... Ich überlege gerade selber. Wenn ich mir ein Paket machen würde, da wäre nichts davon drin. Ich hätte mir ein Buch von Albert Speer geschickt. Schlechte Zeugniskopien. Und Schwimmreifen. Alter, ist das geil. Wirklich, das Paket ist unglaublich. Es ist wirklich so gut. Oh mein Gott. Wow. Ich hätte mir einen richtigen Goldbarren geschickt. Na gut, das war vielleicht, ja. Ja gut, okay. Oh, wow. Ich habe Angst. Es sind noch so viele Pakete, ich habe Angst. So. Achso, ich muss ja lesen. Ihr wollt einfach... Jetzt kommt der Giermark. Meins. Oh, wow. So.
bald ist so diese Zeit. Da kommt er hier sehr gelegen. Oh, Paket Nummer 4. Das ging schnell. Bald. Weihnachten. Nehme ich an. Oder weil es kühler wird. Also entweder Weihnachten. Es wird kühler. Warte mal, ich hole mal das Paket und dann rate ich. Ich habe bisher tatsächlich die anderen Sachen erraten. Ein Schal. Ich sage, kommt er hier, männlich, der Schal. Es ist weich, von der Größe her. Es hat was Festes hier unten, aber das ist mehr sowas wie die Etikette oder so ein Werbeschild dafür. Bald kommt die Zeit, da kommt er hier sehr gelegen, ein Schlüppi. Lulu, darf ich mal fragen, ganz einfach unter uns, ganz unverblümt. Was trägst du denn im Sommer? Lulu, was trägst du denn im Sommer so? Musst du nicht beantworten. Ich weiß, zu privat. Aber nur so. Nix. Oh, das wollte ich hören. Okay. Na, im Sommer trägt man nichts. Danke. Windeln, nein, Spaß beiseite. Ja, bei mir aber nicht. Spaß beiseite. Mensch, danke schön, Tales of Subaru. Vielen lieben Dank. Ich werde doch schon so sehr beschenkt. Mein Gott, danke schön. Danke. Ich sag Schal. Ich konnte die anderen Sachen bisher tatsächlich erraten, die anderen beiden. Aber. Ich habe mich so erschrocken, weil auf einmal kam mir so was Haariges entgegen. Wow, ist eine Freddy. Wow. Das ist eine Freddy-Puppe, eine geile. Woher hast denn die? Und von wem? Und vor allen Dingen von der Firma Funny. Mit PH am Anfang. Machst du was? Warte mal. Jason, Entschuldigung. Wow, das Erste, was mir in den Kopf kam, war Freddy vs. Jason. Bin ich bescheuert. Ja, Jason. Ich meinte Jason. Nein, das ist Mike Myers. Hä? Wo war mein Kopf denn? Ich war bei Freddy vs. Jason. Dann sag ich Freddy und das ist Mike Myers. Was stimmt mit mir nicht? Ich bin ja richtig kaputt. Ja, es ist Myers. Dankeschön. Ja. Puh. Ich bin ja komplett weg im Kopf. Wow. Guck mal, Dumbo. Hm. Geil. Und das passt? Das passt. Oh, die Haare. Oh. Wow. Die kann man stylen. Seht ihr, was man damit alles machen kann? Ich habe eine kleine, schöne Puppe. Das ist der Zucker, ich glaube auch. Aber ich probiere die ganze Zeit zu drücken, weil dieser kleine Kürbis hier vorne, der wirkt so verlockend. Als wenn er... Nein, macht er nicht. Boop, vielleicht im Gesicht. Boop, hab die lieb. Von Kid Robot ist es. This is not a toy. Was? This is a real human. What? It's just a little child. Ja, aber wenn da halt draufsteht, das ist kein Spielzeug, was soll denn das dann sein? Hallo? Vielleicht braucht er noch Hilfe. Sag ja, es sind echte Kinderhaare. Mal dran ziehen. Ah, oh! Das nenne ich gruselig. Finde ich geil. Sieht vor allen Dingen schön aus und kennt man auch, wenn man nicht an Freddy vs. Jason und nicht an Mike Myers zuerst denkt. Ich keine Ahnung, was da in meinem Kopf kam. Wirklich, keine Ahnung, weil ich komplett blöd bin. Seht ihr ihn? Nee, ihr seht ihn. Doch, ihr seht ihn. Ja. Passt nämlich von der Maske über der Borderlands-Maske. Das passt. Svelde, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Svelde. Das bringt dich in der Nacht um, Max. Nie wieder schlafen. Deshalb das ganze Energy zum Wachbleiben. Und Path of Exile. So, ich mach weiter. Du. Es gibt immer wieder tiefgründige Fragen des Lebens, die keiner so genau beantworten kann. Und auch heute beschäftigen wir uns damit. What does the fox say? Paket Nummer 5. Ring, ding, 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 ding. Ist dieser Brief so alt wie der Meme? Vielleicht kam das damals raus. Oh. Ich finde ihn weniger gruselig als dieses Meme. Paket Nummer 5. Aber Moment. Da ist ein kleiner Fuchs.
Nein, das kommt erst später. 8, 6, 5. Passt da ein ganzer Fuchs rein? Die Puppe ist mega gruselig. Welche Puppe? Welche Puppe? Ist nur eine Fuchspfote. Ach so, na dann. Hätte ich auch ehrlich, also ich dachte ganz kurz, aber ja, vielleicht. Vielleicht einfach ein toter. Schön um die Ecke gedacht. Also sehr, 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 sehr schön um die Ecke gedacht. Es ist One Piece. One Piece. Was mag denn da wohl drin sein? Was ist denn da drin? What's in the box? What's in the box? Der Kopf von Sandra. Wäre halt schlimm, wie ihr den da reinbekommen habt. Es wurde nochmal zugeklebt, oder? Ja. Es ist Foxy, na klar. Weil ich Foxy liebe. Nico Robin? Oh, wir. Nein. What's in the box? Das ist leider offen angekommen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Oh, Foxy! Okay. Interessant geflogen. Ah, ja, 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 ja. Ist mein Lieblings-Foxy. Ich liebe Foxy, den Silberfuchs. Ich glaube, den habe ich... Warte mal. Habe ich dieselbe oder eine ähnliche? Ich habe... Ey, warte mal. Steht nämlich direkt hinter mir. Bam, bam. Jetzt kann Foxy Foxy küssen. Oh Gott. Der Beste. Oh. Und dann die Zeit anhalten. Yeah. Slowbeam. Ich kann jetzt mit zwei Foxy spielen. Weißt du, wie gut das ist? Den Typen magst du sehr sogar. Ich finde Foxy, der Silberfuchs, wirklich ziemlich geil. Ich finde seine Kraft sehr mächtig. Er ist nur zu doof, um sie zu benutzen. Aber dennoch mag ich ihn sehr. Dennoch mag ich ihn leider sehr. Ich mag die Art. Ich bin da blöd. Er ist ein großes Vorbild für mich. Ich probiere, ihm nachzueifern. Der eine hat aber schon graue Haare, hat er? Bisschen Staub. Ein bisschen maximalen Staub. Maxi, verstehst du ja. Wo ist die Robin-Figur? Verbrannt, wie jede Robin-Figur. Bei mir ist eine Robin-Figur auf einer Ebene mit Dekosand. Ja. Ich danke dir. Das ist eine schöne, also schöne Überleitung auch, weil ich dachte so, oh Gott, was ist da jetzt drin? Das neue Lion-Album, irgendwas? Oh nein. Von der Nase her nachzueifern klappt super, muss ich sagen. Sehr viel Ähnlichkeit. Ja, weißt du, eine Stunde, ist es so verdammt schwer für dich, noch eine Stunde nett zu sein an meinem Geburtstag? Und meinem Oma draußen Gürkchen verkauft. Mit einem Bollerwagen. Es tut mir so leid. Jetzt lügst du auch noch. Toll. Wir machen weiter. Das war schon nett. Habe ich schon wieder die Musik ausgemacht? Was mache ich denn? Warum bin ich, wie ich bin? Und nicht jemand anderes? Ich wäre gern Foxy. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich dir letztens gesagt habe, dass ich dir vor 5 Jahren, ja, mal ein Paket für dich gepackt habe, aber leider nie abgeschickt habe. Das will ich hiermit nachholen. Paket 6 jetzt öffnen. Jetzt kommen wir zu den 4 Paketen Numero 6. Das heißt, du hast das Paket jetzt, also das alte ausgepackt und in das neue, wow, ich danke dir, weil das ist viel Arbeit. Paket Nummer 1. Oh, wie viel, das ist ja Mühe. Schön geklebt. Das ist schön, warte, ich lege das alles erstmal in meinen Schoß, weil was mit Liebe gemacht würde, kommt an den Ort der Liebe. Was könnte das sein? Es ist nicht so dick wie mein Steuerauszug. Kein Gold leider. Warte. Dann haben wir 7. 6 und 6. Und dann haben wir noch, genau, 7 und 8 und dann was zum Schluss. Eine Rechnung. Max, hier sind die Unterhaltskosten. Erinnerst du dich noch an die Gamescom?
Wir machen das mal zuerst auf. Komm, Hilfe! Ganz schnell reingucken. Ganz schnell. Das ist jetzt schwierig. Nicht, dass ich das hinten kaputt mache wegen dem Klebeband. Weil das Papier reißt ein bisschen mit ab wegen des Klebebands. Oh. Dann ich reiß erstmal drum herum. Ich reiß erstmal drum herum. Vielleicht. Oh ja, Blattgold. Klopsi. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, doch eigentlich schon, aber. Aber doch nicht so wenig. Bin alter blöder Furz, ey. So. Adoptionspapiere, Alter. Ihr kommt auf Ideen. So schlimm bin ja ich nicht mal. Oh, du hast... Wow. Okay, du hast klugerweise ein Blatt Papier auf die andere Seite gemacht, was fast schon gerne zerreißen kann. Was ist denn das Geiles? Warte, darf man das zeigen? Ich guck mal ganz... Ja, das darf man zeigen. Okay. Ich muss ganz kurz. Ah, warte. Scheiße, kann das Paket runter? Nee, da sind noch Sachen drin. Oh, wartet. Ich muss gucken, wie ihr das seht. Warte. Ich weiß, die Musik ist gerade aus. Warte, aber das ist so gut. Okay, ihr seht's. Ja, wunderbar. Mal meine Möpse aus. Hinten, ich lese den hinteren Text vor. Malen ohne Zahlen. Endlich gibt es ein Malbuch für den kulturinteressierten Herrn, der sich nicht nur für abstrakte oder kubistische Kunst interessiert und auch in seiner Freizeit gerne mal den Stift in die Hand nehmen möchte. Verführerische Schönheiten wie das Showgirl, die heiße Bibliothekarin oder die Cheerleaderin lassen keine Wünsche offen und versprechen stundenlangen Ausmalspaß. Buntstifte sind leider nicht enthalten. Ich kann das leider im Stream nicht zeigen. Es kann ich wirklich nicht. Du wilder Hengst? Das Bild spricht mit mir. Da steht, du wilder Hengst. Das Bild spricht mit mir. Du wilder Hengst. Und da ist eine Frau, die einen Sheriffsstern trägt. Aber sie hat nicht viele Möglichkeiten, ihn zu tragen. Oh, sind aber ganz nette Bilder sogar dabei. Also es ist überhaupt nicht zu lasziv oder zu irgendwie... Hier, guck mal. Tittefotze, sondern ist schön. Ist schön. Busenfreunde, ja, sicher. Schön. So, dann kann man ja, dann können wir den Stream ja auch ausmachen. Geil. Ausmalstream. Ich kann, wie gesagt, Puschelhuden, ich kann die Bilder nicht zeigen. Dann gibt's leider keine Ausmal. Also, ist auch schwierig für mich als Mann, das auszumalen. Ich habe halt auch keine Buntstifte. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ja! Und super, also echt super, mit vorne die Möpse draufgeklebt. Es ist eine super süße Idee. Super süße Idee. Wenn ihr die ISBN-Nummer haben wollt, die ISBN-Nummer, schreibt jetzt mit, ich nenne die nie wieder, weil das sind viele Zahlen, ist 978-386-883-3706. Fertig. Dann könnt ihr es auch bestellen. Viel Spaß. Boom. Und ihr könnt es klippen. Genau. Klippt das einfach. Fertig. Geiles Ding. Richtig geiles Ding. Ich danke dir, Klopsi. Das ist wirklich ein geiles Ding, du. Das kommt. Ey, guck mal. Ich habe Beef Jerky. Ich habe Brüste. Ich habe Energy Drinks. Ich habe Beefy. Ich habe Zucker. Ich habe Socken. Ich habe die Socken zum Benutzen des Buches. Oh Gott, ja stimmt, hier gab es ja noch mehr. Oh mein Gott. Das war in dem alten Paket drin. Es geht hier noch weiter. Wir haben noch mehr von Klopsi. Wir machen mal das auf. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt, ich habe keine Ahnung mehr, was irgendwas sein könnte. Vielleicht noch eine Socke. Gibt's auf Amazon. Es gibt auch tolle Nachfolgewerke wie Sticker My Boobs oder Spiel mit meinen Möpsen. Interessant.
Aha. Es gibt das Büchlein auch in Gebraucht. Oh. Ist schon ausgemalt mit einer Farbe. Ist aber nicht so eine penetrante Farbe. Mehr so ein... Oh, ein Wackelmops. Nein. Ist unten eine Klebefläche? Ja. Okay, das kommt ins Auto. Danke. Das ist ja perfekt. Guck mal. Oh, und wie schön der ist. Der ist ja genau wie ich. Wir verstehen uns. Oh, richtig gut. Richtig, richtig gut, das Ding. Na, gehst du wieder rein da. Blub. Genau, kannst ihn höher machen, den Hals. Kannst ihn tiefer machen. Ja, so ist besser. Je nachdem auch, wo du den hast, auf der Ablage oder so. Mega geil. Sieht halt wirklich genauso aus wie ich auch. Ich und mein Sohn. Ich stream zum ersten Mal mit meinem Kind. Und er ist jetzt schon besser als ich in jedem Spiel, verdammt. Oh, geil. Weil wir haben einen Wackeldackel halt, einen stinknormalen braunen Wackeldackel. Hallo, ja, weiß ich denn? Ja, pop. Ah, ihr seht den gar nicht, toll. Hatten wir gerade einen Spaß, ich und der Mops. Ihr habt ihn gar nicht gesehen, entschuldigt. Würde sagen, das wird ein verdammt geiles Wochenende. Und ich und der, vor allen Dingen, du kannst mit solchen Tieren auch wunderbare Unterhaltung führen. Bin ich sexy? Siehst du? Super fürs eigene Ego. Mega geil. Das wird ein schönes Wochenende. Bin ich der beste Streamer, den du je gesehen hast? Oh. Ja gut, dann nicht. Scheiß Mops. Schade, der Mops ist leider kaputt. So, was haben wir denn hier noch? Ich hab Spaß mit Möpsen. Ja. Hab ich zugenommen. Ja, lieber nichts sagen, ne? Lieber mal die Fresse halten. Hahaha, kannst du mir... So, er meinte natürlich das. Er meinte nicht das. Das meinte er. Dummer Mops. Dummer scheiß Mops. Was haben wir hier? Oh, was ist denn das? Max ist witzig. Was ist das? Essbare Kondome oder was ist das? Darunter ist auch noch ein Kappa abgebildet. Also wir haben hier Max ist witzig, Kappa... Das ist eine fette Lüge. Glücksbärchen für Max. Mir geht es wie eine Glühbirne, die nur rumliegt, aus der Fassung. Funk Royal 2014. Und weißt du eigentlich, dass ich diesen Spruch seitdem in meinem Kopf habe, aber mich nie wieder traue, ihn auszusprechen, weil als ich ihn gebracht habe, ich glaube, ich habe 1000 Zuschauer verloren oder so. Das war wirklich, ich war so stolz auf den Spruch, weil ich dachte mir, Wumms! Und einfach meine Zuschauerzahlen. Brrrz, alle weg. Alle einfach weg. Alle gegangen. Ich fand den toll, ja? Und jetzt sind wieder alle weg. Und oh, das Glücksbärchen. Ist gar kein Glücksbärchen, sondern ein Glückskätzchen. Ein wunderschönes Hello Kitty Mädchen. Oh. Zwei. Oh, ich dachte, die sitzen beide auf dem Delfin. Wie süß ist das denn? Schnups, schnups, kommt raus. Hallo. Oh, ist es Miffy obendrauf? Ja, man kann es so super erkennen, nicht wahr? Auf der Hello Kitty, ich habe leider eine krasse Kackbeleuchtung. Das ist eine Hello Kitty. Und obendrauf ist ein kleiner Hase, aber ich glaube nicht, dass es Miffy ist. Aber es ist so süß, weil der Hase so über die Seite... Ja, man sieht so gut, Max, wirklich. Du kannst uns alles erzählen. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier Gorbatschow, wie er auf einer Rakete reitet. Während er ein Bild von Putin malt. Und eine Hello Kitty auf einem wunderschönen Delfin. Oh Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Wie schmecken die? Nach Plastik. Nach Plastik. Warte mal, ihr kommt, bevor ich die verliere. Ich packe die erstmal wieder hier rein und lege sie daneben. Wie gerade tatsächlich für 2 Minuten 100 Leute weg waren. Ich sag's doch. Oh, was ist das? Ich hab's einfach aufgemacht, Entschuldigung. Es ist ein Hase und da steht, kannst du nicht erinnern? Musst du aufschreiben. Dieser dumme Hase. Kannst du nicht erinnern? Musst du aufschreiben. Und dann machst du es auf. Und es steht, weil das hat Klopsi immer vergessen. Nichts. Nichts hat Klopsi vergessen, wollte ich sagen. Ja, da steht drauf, ihr müsst mir das glauben. Klopsi kann es jetzt einfach leugnen.
und ich habe keinen Gegenbeweis. Doch, man sieht's hier. Da. Da steht, ich hab dich lieb. Hast du dir das jetzt gemerkt oder hast du es vergessen, als du das Paket abgeschickt hast? Da waren mal Gummibärchen drin, aber die sind leider abgelaufen. Du, keine Sorge, ich habe ja auch die Marzipankartoffeln gegessen letztes Jahr. Da sitzt mir heute übrigens noch ein Stück da hinten. Das ist ganz schlimm. Diese Marzipankartoffeln waren so grausam. Nee. Die waren wirklich schlimm. Gelogen, da steht nicht, ich hab dich lieb, sondern hab dich lieb. Nee, 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 nee. Gott, bist du mir unangenehm. So, wir machen das nächste Paket auf. Nein, bist du nicht, die Tobias, Entschuldigung. Das nächste. Das letzte der 6, aber wir haben noch 7 und 8. Und das ist, ich finde das toll verpackt, ehrlich gesagt. Unten steht Geschenkpapier. Schwieriges Wort, muss man lange für üben. Geschenkpapier war alle. Ich finde das aber toll verpackt. Also ganz im Ernst. Da kein trauriger Smiley. Oder ist es eine 9? Nein, nein, da ist ein Punkt unten. Das Marzipan muss grausam schmecken. Es war leider schlimm. Aber es war ein tolles Paket damals. Nur, ich habe den Fehler gemacht, das Marzipan zu essen. Und dafür konnte sie noch mehr Socken. Entweder sehr dicke Socken oder ein Beanie, eine Mütze. Es ist eine Mütze, ich spüre ein Puschelchen oder Socken mit einem Puschelchen. Es ist eine Mops, wow. Oh, mit Handschuhen. Oh, wow. Hä? Warum kriege ich denn so geiles Zeug, bitte? Wow. Guck dir das mal an. Das ist auch noch meine Farbe. Das ist absolut meine Farbe. Guck mal, wie schön. Und dazu, farblich passend, beige, eierschalfarbene. Oh! Wo hast denn die her? Oder hast du es selber gemacht? Weil das suche ich oft. Das ist geil. Handschuhe, wo der Daumen zu ist. Aber die Finger sind frei. Hammer! Oh, weil ich habe entweder nur komplett abgeschlossen oder alles komplett frei. Die kann man umklappen, oder? Nee, kannst du leider nicht. Nee, geht leider nicht. Oh mein Gott! Woher ist das denn? Wie gut ist das denn? Im Primark gefunden? Was? Gibt's im Primarkt auch Durstlöscher? Wie Hammer ist das denn? Ist doch nicht dein Ernst. Fang 35 hat bereits komplett abgeschlossen. Ja. Aber sowas von. Das ist ja der Hammer. Nee, ohne Witz, das ist krass. Ich hab Primark unterschätzt. Und dein Auge für solche Sachen für mich. Weil mein Problem ist zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ich gucke so gut wie nie unbewusst auch irgendwie nach Sachen, die Sandra gefallen könnten. Ich hab da, und das nicht, weil ich sie nicht liebe oder so, Gott bewahre, ich liebe diese Frau über alles, aber ich hab einfach nicht das Auge dafür beim Einkaufen. Das ist unglaublich. Und wenn sie mir irgendwelche Sachen mitbringt, ja, hab ich gesehen, dachte ich mir, könnte dir gefallen. Und das ist das Beste auf der ganzen Welt, was sie dann immer mitbringt. Wie jetzt der Star Wars Pullover. Das ist so geil. Das ist so geil, Klopsi. Wie Max die Handschuhe verkauft. Ich will 5. Wow, Birgit, mit diesen Handschuhen habe ich schon 5 Kilo abgenommen. Mm. Ich habe was kaputt gemacht, oder? Nee. Hä? Hat sich nichts verändert. Wie viele Kilogramm Borsteln stecken da denn drin? Guck mal, ich habe ein ganzes Bündel rausgerissen. Sieht aus wie vorher. Ist nichts passiert. Alles klar. Alles klar. So, hier ist es ein bisschen schwieriger, den Gummischnupsel nur wieder rumzuschnupseln. Ich krieg das. Ich mach das später. Ist im Stream, da bin ich immer aufgeregt und zitter. Ist das warm? Oh. Ist das eine fesche Fräse?
Das geht. Die ist schön. Snug as a pug. Ich will nur mal zeigen, wie gut die aussieht. Er macht einen kleinen Blasemund, der Mops, nicht wahr? Aber man sieht, dass es ein Mops ist. Und die Farbe liebe ich. Die Farbe liebe ich sogar sehr. Das ist so ein schönes, dunkles, aber nicht aggressiv dunkel, sondern dieses warm dunkle Grau. Ich liebe Grau. Grau ist echt meine Farbe in den letzten Jahren geworden. Ich weiß nicht, warum. Ich würde dir vorschlagen, einen Knopf dran zu nähen. Ja, es, ja. Ich glaube, das ist besser als dieser Puschel, weil der Puschel, wenn ich jetzt schon sowas rausreiße, das wird vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein. Tatsächlich ein Knopf, aber mega geile, das ist eine geile Idee, ey. Grau ist keine Farbe. Und du bist auch gleich kein Chat-Mitglied mehr. Doch, Tothöhnchen bist du, keine Sorge. Keine Sorge. Du müsstest noch austesten, wie viel Grip du mit den Handschuhen und dem Pfanner hast. Schwierig. Gar, doch, na klar, wenn ich hier vorne ultra viel. Allen Grip der Welt. Oh, Gasps in Spanisch. Wie geht denn das in Spanisch? Mehr lispelnd, nicht wahr? So, wir haben... Warte, der Brief geht noch weiter. Der Brief... Achso, Musik ist schon mal wieder alle. Entschuldigung. Ja, nachts sind alle Funks grau. Du weißt schon, wofür das steht. Gerade wenn etwas rüstige alte Damen dies sagen. Nicht du, Graver, aber wenn rüstige alte Damen sagen... Nachts sind alle Kater grau. Dann weißt du, renne. Oder bleib und genieß. Genau, hier. Paket Nummer 7 jetzt öffnen, du musst. Okay. Okay. Ich höre. Ich höre, ich höre. Magst du lieber dunkelweiß oder hellschwarz? Lieber hellschwarz. Lieber hellschwarz. So, warte. Grau war dein Bildschirm damals in LOL. Ja, das war er. Oh, ein kleiner süßer Mops. Ich pack grad mal alles in die Mütze. Weil ich muss ja hier wieder aufmachen. Das kann allerdings weg. Plupp. Nummer 7, da bist. Okay. Star Wars. Du hast geschrieben wie Yoda. Es muss irgendwas Star Wars-mäßiges sein. Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren kam da... Ja, ich glaube Episode 7 kam da gerade. Phasma. Ich rate Phasma. Kylo Ren. Poe. Phasma, Kylo Ren oder Poe. Weil es kann noch nicht der kleine... Ach nee, stimmt, das ist jetzt ja gar nicht mehr das 5 Jahre alte Paket. Das ist gar nicht mehr das 5 Jahre alte Paket. Dann der Baby-Yoda. Du hast geschrieben wie Yoda, dann ist es der Baby-Yoda, weil der ist neu. Nee, genau, Jäger, wir sind nicht mehr vor 5 Jahren. Deswegen, und es ist Baby-Yoda. Meine Güte. Oh. Oh. Okay, der ist halt leider echt sweet as fuck. Da kann ich wirklich nichts dagegen sagen. Fuck. Kann ich nichts dagegen sagen. Warte, jetzt, ihr seht ihn gleich. Ich möchte ihn nur befreien von allen Schlimmereien. Guckt euch das an. Ich meine, da... Oh. Da wäre doch ich schwach. da kann ich... Mann, ist das schön. Das ist wirklich super süß. Ich hole ihn mal raus. Nein, nicht aufmachen, der Sammlerwert. Pupswert. Die sind dazu da, um damit gespielt zu werden. Sammlerwert, Schmammlerwert. Alter. Zack. Zack. Ja, komm schon. Weil du damals zum Beispiel auch dein Gameboy, falls du einen bekommen hattest zu Weihnachten, niemals auspacken dürfen. Original verpackt lassen. Auch dein Super Nintendo. Hättest du alles niemals benutzen dürfen. Warte. Ja. Oh nein, er hat ein Messer. Aber nur gegen die Leute, die sagen, der Sammlerwert. Schwupp. Und komm raus hier. Ich befreie dich. Er will gar nicht befreit werden. Er will drin bleiben. Findest du ihn süß? Ja. Also, ich finde ihn tatsächlich süß. Oh Gott, oh Gott. Gut. Guck mal, jetzt könnt ihr ihn besser sehen. Ich mache mal ein bisschen hier oben, das ist Licht. Das ist, bei mir ist das Licht scheiße. Es tut mir so leid. Oh. Die Augen. Und ja, ich mag Yoda. Also ich mag aber auch den normalen Yoda. Ich mag Star Wars Episode 3, 4 und 5 sehr. Bin, also von 4 halt, ja, 4 ist glaube ich. Da muss man nicht drüber reden, das ist das Beste einfach. Das ist das Beste. Da gibt es für mich auch gar keinen Kompromiss. Aber ihr dürft euren Geschmack haben.
Und da, ich mag halt Yoda. Er hat die Jadeaugen einer Katze. Er guckt mehr wie Bambi, was nach seiner Mutter streckt. Die Mutter verlässt das Haus und es guckt ihr nach. Und die Tür schlägt zu. Vier ist nicht der Beste. Chili, Entschuldigung, da wurde mir gerade ganz kurz schlecht, als ich das gelesen habe. Nein, Moment. 1, 2, 3, 4, 5! Ich bin ja blöd, bin ich. Nein, ich meinte 5, Entschuldigung. Ich bin heute durch. Lasst mich, wenn ich durch bin. Ich bin durch. Ich habe heute schon ein paar Sachen falsch gesagt. Freddy, Jason, ne? Nein, ich meine 5. Entschuldige bitte. 4 ist auch sehr gut, aber 5 ist der Beste. War heute zu viel. Es ist immer noch zu viel im Magen. Zu viel Kuchen, zu viel Zucker. Episode 3 ist der Beste. Ja, du kannst das Zimmer verlassen, wenn du willst. Kannst du einfach. Oh. Okay, was ist das? Oh, ist das das Material, aus dem die Switch-Spiele sind? Alter. Oh, okay. Oh. Puh. Vielleicht sollte man solche Figuren doch eingepackt lassen. Irgendwas. Pfui, Deibel. Das war das alte Marzipan, Max. Scheiße. Gut. Pfui. Der ist nicht zum Essen. Der ist nicht zum. Und nicht zum Knutschen. Oder vorher waschen. Weiß ich nicht. Da du dich gerne mal vor gewissen häuslichen Verpflichtungen drückst. Hat sich aber geändert tatsächlich. Also vor 5 Jahren, vor 4, 5 Jahren, ja. Das ist aber wesentlich besser geworden. Staubsaugen ist immer noch so ein Ding. Okay. Staubsaugen ist immer noch. Okay. Haben wir hier noch eine kleine Hilfe für dich. Öffne nun Paket Nummer 8 und danach geht's in den anderen Umschlag weiter. Keine Sorge, du hast es bald geschafft. Schade, ich will's nicht geschafft haben. Will ich nicht. Ich will das weitermachen. Ist hier ein Staubsaugroboter drin? Nein, Moment. Das sieht aus wie von MyKids verpackt. Also Punkt Nummer 1. Es hat sich an der liebevollen Gestaltung der Pakete einiges geändert. Ich bin jetzt kein Geschenkverpackungspapier mehr wert, sondern das, was du bei dir im Hausflur im Postmüll findest. Da wurde sich die Mühe gemacht, das einmal rumzuschlonzen. Danke, MyKids. Das ist von MyKids, oder? Klopsi, ist es von MyKids? Hm? Ich erwarte... Nein? Was? Okay, aber was hilft mir beim Haushalt? Alles. Im Haushalt hilft alles. Ich habe gelernt, alles. Es fühlt sich an wie ein Puzzle. Es hilft jetzt nicht. Ich habe... Raten müsste ich... Ein Schwamm. Nee, der Schwamm, der ist... Der ist jünger. Der ist jünger. Ach, ich bin immer noch bei 5 Jahren. Es könnten Schwämme sein, natürlich. Ein Oh, das wäre geil. Ein Telestock-Staubwedel. Weil wir hohe Wände haben. Telestock-Staubwedel. Das ist ein Wort. Telestock-Staubwedel. Schön. Warte. Es ist... Staubsaugbeutel? Was ist das? Okay, da ist was anderes drin. Okay. Ich seh jetzt schon, da ist was anderes drin. Ich war gerade. Ich habe gerade probiert, innerlich mich auf eine schauspielerische Oscar-reife Leistung vorzubereiten, wo ich hätte sagen können: Oh, das ist aber schön. Mensch, danke, aber gut. Da ist was anderes drin. Ich darf also sagen: Puh, ein Glück, ist da was anderes drin. Was erfindest du da für Lügen? Wie sehr du das Produkt gerade magst? Das geht ja gar nicht. Oh, vielleicht sind jetzt doch welche drin. Das hier ist nur ausgedacht. Oh mein Gott, bitte nein. Ich meine, ich freue mich sehr über Staubsaugbeutel. Das wollte ich schon immer mal sagen. Das war aber so ein geheimes Laster von mir, was ich euch nie verraten wollte. Warte, wir gucken mal, was drin... Wer? Es sind... Okay, das muss ich jetzt machen. Ich muss es machen. Wow. Vontio. Wow, danke.
Ich weiß nicht, warum. Nein, ich habe immer noch tatsächlich. Vielen lieben Dank. Wontio, vielen lieben Dank. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Das, was ich jetzt mache, muss ich machen. Ich hole vorher was raus. Weil eine liebe Person. Warte, so, das hole ich vorher raus. Steht drauf. Aber es wurde für mich gemacht. Und es ist nur fair, wenn ich das auch mache. Die Dinger, die ihr gleich sehen werdet, die werde ich hier noch irgendwo in der Wohnung finden, wenn ich ausziehe. Die werde ich auch in der neuen Wohnung noch finden, weil die irgendwo überall sind. Dass ich das jetzt mache, ist also einfach nur Respekt. Ja? Okay. Aber es wurde für mich gemacht, ich mach's. Oh mein Gott! Was habe ich gemacht? Das ist wunderschön! Oh mein Gott! Warum gibt's nicht manchmal einfach einen Menschen, der reinläuft und sagt, nein, Max! Nein! Jemand, der mich auf... Hier ist noch viel mehr drin! Ich meinte, das war alles! Da ist noch... 5 Liter sind da noch drin. Ich habe an der Oberfläche gekratzt. Ich mache meinen Stuhl gerade frei. Hi. Gut, ist ja noch Geburtstagswoche. Sandra, mach mal mein Zimmer sauber. Oh, die Lache, die kam vom Herzen gerade. Das war ich Arschloch. Innerlich mache ich mir gerade den Plan zurecht. Oh, bereust du schon? Nö, ich habe ja noch Geburtstagswoche, ist alles gut. So. So, warte. Und hier steht noch, hier ist noch irgendwas, wo was, ich weiß nicht, drin steht. Oh, wie süß. Miau. Ja, so kann man's. Ja, ist wieder mein Licht. Aber oh, ist das ein süßes Bild. Was ist das? Nein. Ehrlich? Oh mein Gott, ich krieg grad Scheiße. Ich krieg nicht Scheiße. Entschuldigung, ich krieg grad. Oh, ist nicht euer. Wer von. Nein. Wo ist es hin? Scheiße, wo ist es? Ich hab's weg. Ich kann gerade, Entschuldigung. Oh. Ich bin froh, Entschuldigung, das sieht gerade eventuell so aus, als wenn irgendwas Schlimmes hier drin steht. Nein, es ist was Wunderschönes. Mir wurde ein Wunsch erfüllt, den ich seit Jahren habe. Dankeschön. Och, Mann. Es ist so ein schöner Tag heute. Das könnt ihr doch nicht machen. Oh Gott. Oh, danke sehr. Ach, oh, scheiße. Das ist ein Kack. Oh, als Erklärung. Ich habe mir seit Jahren einen Parabelflug gewünscht. Dass man das Gefühl der Schwerelosigkeit hat. Und das habe ich geschenkt bekommen. Das habe ich einfach geschenkt bekommen. Ich meine, oh Mann. Oh, wow. Oh Gott. Das ist so krass.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Danke. Großen. Ach, Mann. Ach, großen Dank, Scheiße. Ja, das war's wert dann. Das war's wert. Oh, das war sowas von wert. Oh, das ist so gut. Oh Gott, Entschuldigung. Jetzt bin ich auch noch so ein ungelenker Hampelmann. Ist das wunderschön. Es steht auch genau da, wo es bei mir in Berlin sein wird. Oh Gott, das ist krass. Ich habe noch Jahre, den einzulösen. Wow. Oh Mann. Das ist so übel. Danke. Ich erzähle nie wieder, was ich mir wünsche. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Oh Gott, danke schön. Ich weine nicht, du weinst. Nein, sei ruhig. Oh Gott, oh, ist das schön. Oh Gott, das ist wirklich wunderschön. Ich lese mal vor. Parabelflug, dreimal die Schwerelosigkeit erleben. In einem Sportflugzeug. Erleben Sie das unbeschreibliche Gefühl der Schwerelosigkeit und das gleich mehrmals hintereinander. Mit einem speziellen Fluggerät ist das möglich. Aus großer Höhe fliegt der erfahrene Pilot steil nach unten, fängt die Maschine ab und beschreibt anschließend eine Parabel, an deren Scheitel befinden Sie sich in der Schwerelosigkeit. Oh, es wird so gut. Oh, ist das gut. Erklärung dazu ist dann noch in dem anderen Umschlag. Das ist dann in dem anderen Ding drin, ja? Das ist dann in dem anderen Brief drin. Oh, ich mach ihn auf gleich. Ich muss nur ganz kurz durchatmen. Oh Mann, ey, wie viele Leute sind bitte daran beteiligt? Es steht bestimmt im Brief drin. Moment, ich muss das irgendwo hinstellen, wo ich das nie vergesse. Da? Ja. Also es steht jetzt auf meinem Mischpult vor dem Knopf. Also ich muss es erst nehmen in die Hand, vor dem Knopf, wo ich mich mute. Oh mein Gott. Danke. Oh Gott, danke, Scheiße. Das hat mich komplett gerade überrascht, Scheiße. Oh. Oh, ich entschuldige mich, dass es ganz kurz so aussah, als wenn es irgendwas Schlimmes wäre. Aber ich war überfordert. Diese scheiß Staubsaugerbeutel, ne? Ich hasse sie auch. Kack Staubsaugerbeutel. So. Dazu dann jetzt das hier. Oh, wow. Oh, wow. So. Ich darf jetzt hoffentlich das aufmachen, oder? Warte. Ja, das war... Oder? Darf ich? Ich frag nur... Mopsi! Hallo, ich hab grad geheult. Ich hab ein Parabelflug geschenkt bekommen. Nein, du weißt? Warum? Oh nein! Jetzt weiß ich noch mehr. Was denn? Hab ich gewusst, ja? Oh nein! Schön. Oh, ja, ich heule schon wieder. Scheiße. Oh. Hat dir deine Community geschickt? Ja. Ja. Oh. Nein. Was ist das? Nicht noch mehr. Das ist von mir. Ich habe gesagt, ich habe was. Ich weiß. Hast du den Kuchen, die Torte gesehen, die ich bekommen habe? Guck mal im Kühlschrank. Echt? Okay, ja. Es ist so krass heute. Es ist so krass. Oh mein Gott. Ich guck erstmal in das Geschenk von meiner Frau. Ich glaube, es gefällt. Du hast gesagt, du hast es gesehen. Per Zufall. Ja. Und ist was für mich. Ja. Oh mein Gott. Oh, warum wusstest du das denn? Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, guck. Könnt ihr es sehen? Ja. Ja. Kleine Katzenkunde mit Grumpy Cat. Oh, wer ist von wem? Ja, die Geschichte. Oh, die Katze, seit je waren die Menschen fasziniert von ihr. Für die einen waren sie eine Gottheit, für die anderen der Teufel. In diesem Buch lernen wir das nicht nur die Zuhörer. Ich muss mal reingucken erstmal. Oh Gott. Oh, ich will die ganzen Bilder sehen. Ja, genau. Maxwell. Meine Schwester hatte nämlich zum Geburtstag und so, hat so eine Liste gemacht. Ja. Und da waren von ihm Bücher dabei und dann hatte ich mal nach ihm geguckt. Und da habe ich das Buch entdeckt und dann dachte ich, das ist alles für dich.
Ja. Aber sowas von. Ja. Und dann soll das so schon so mit schwarzem Humor eher auch Geschichten sein. Na, aber sind ja dann auch. Achso, nee, ich dachte dann, das wäre auch die Geschichte um Grumpy Cat. Nee, also so. Oh, schön. Stilistisch halt. Ja, ist, ja, vor allen Dingen schön gemacht, gezeichnet, ja. Dachte ich auch. Und schönes Papier. Ja. Komm mal her. Das war deine Community. Aber du wusstest es. Ja. Ah, du bist gemein. Was denn? Dass du mir das nicht sagst. Aber dann wäre es ja auch keine Überraschung. Ja, das stimmt. Okay, dann wäre es keine Überraschung. Na gut. Ja, wäre blöd gewesen, wenn ich dir das vorher verraten hätte. Hast du einen schönen Geburtstag? Ja, ich habe einen wunderschönen Geburtstag. Ja. Ja, ist toll. Ja, ist er. Ja, ich mache jetzt gerade das Letzte. Das Letzte, da wo drin steht, quasi von wem das alles ist. Ja, schön. Ich liebe dich. Ich komme dann gleich raus. Was ist denn, Du musst ein bisschen lauter reden, ja? Nee, nee. Doch, doch, dann. Ist Gutschein, ne? Genau. Genau, genau. Ja, 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 ja. Mit, kannst du dir angucken. Da. Ja, das Konfetti. Ja. Aber es ist ja Geburtstagswoche, das kannst du ja wegmachen. Scheiße. Scheiße, ja, Geburtstagswoche, ja, ne? Kacke. Ja, super. Cool. Oh. Ist das super. Danke. Danke nicht mir. Doch. Nein. Doch, du bist mit mir zusammen, danke. Ich wusste es nur. Ja, danke, dass du es nicht verraten hast. Weil für Sandra ist es auch schwierig, Sachen zu behalten. Sandra verrät gerne, was sie anderen schenken will. Ich wurde quasi nur informiert. Schön. So, viel Spaß, ich gucke jetzt den Kuchen an. Ja, guck dir mal den Kuchen an. Oder die Torte. Ist eine Torte, ist kein Kuchen. Ja. Ja. Hast du noch dieses Paket, das abgeholt? Es ist noch ein anderes Paket in der Station, ja. Da muss ich noch rüber zur Station. Von wem? Stimmt, das kann sein, ja. Das kann sein. Ja. Ah. Oh. Hi. Jetzt kam auch noch die Frau. Erstmal direkt wieder geheult. Heute ist ein Tag. Heute war ein bisschen viel, aber so schön viel. Also, heute war wirklich viel. Ich habe so einen schönen Tag. Oh, wow. Okay, das ist halbe Buch. Überraschung. Hi. Ich glaube, du redest schon mindestens seit ich dich kenne immer mal wieder davon, dass du gerne irgendwann einen Parabelflug machen möchtest. Ja, das kann gut sein. Ja, vielleicht. Das mit Schweden habe ich mir erfüllt. Ich habe auch über Schweden immer geredet. Da dachten wir uns, warum nicht jetzt? Gut, Corona wäre vielleicht noch ein Grund, aber der Gutschein ist halt 3 Jahre gültig und kann notfalls auch noch verlängert werden. Du kannst ihn, wenn du bereit bist, in Berlin Strausberg einlösen. Ja, oh Mann. Och ja. Dazu gibt es eine Storno-Versicherung, was alles darin enthalten ist. Findest du am Ende des Briefes. Das kannst du dir später irgendwann mal in Ruhe auch durchlesen. Wir haben zusammengelegt. Das ist halt so krass. Also das ist halt so krass. Also das ist halt so krass. Wir haben halt zusammengelegt und wollten dir diesen Traum verwirklichen. Mann. Wer alles dazu beigesteuert hat, kannst du auf der nächsten Seite sehen. An dieser Stelle auch von mir danke an alle von Klopsi. Also an dieser Stelle auch von Klopsi danke an alle, die mitgemacht haben. Das war alles wirklich sehr spontan und es ging alles sehr schnell. Sanjay hatte die Idee in einem gemeinsamen Gespräch. Alter, echt. Eigentlich eher nebenbei erwähnt. Umso cooler finde ich, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Ja. Grüße auch an Mutito. Anke! Oh, Grüße auch an Mutito an dieser Stelle. Für die Idee mit der Verpackung für das letzte Paket habe ich mir von ihrem Paket von vor ein paar Tagen abgeguckt. Schön. Auch schön. Auch wenn es ein großer Traum von dir ist, wissen wir, wie groß die Überwindung für dich sein wird. Das ist da egal. Also fast schon. Klar, ich werde Angst haben wegen
dem Sturzflug und wegen Höhenangst, aber Flughöhenangst habe ich nicht. Ich habe Höhenangst leitermäßig, aber aus dem Flugzeug, ich liebe es, aus dem Flugzeug rauszugucken. Aber es wird dann nochmal dieses Gefühl des Absturzes, wird nochmal ein ganz anderes, klar. Aber man wird da ja reden, man wird ja minimal vorbereitet. Egal, ich lese weiter, Entschuldigung. Wir wissen, wie groß die Überwindung für dich sein wird, aber wir glauben an dich. Nimm am besten Sandra mit, die weiß übrigens davon. Den Zuschauer sind dort willkommen. Wenn du willst, kannst du noch eine Videoaufnahme vom Flug dazu buchen. Oh, geil. Wie ich schreie und wie ich überall heule und meine Tränen in der Schwerelosigkeit wie kleine Bälle. Oh ja, na, kann man allerdings dazu machen. Doch, das kann man. Doch, ich glaube, das würde ich gern behalten. Ja, doch. Ach ja, es wird empfohlen, dass der Teilnehmer unter 100 Kilogramm wiegt. Ja, ist natürlich toll, nachdem ich dir ein halbes Fresspaket zugeschickt habe. Aber vielleicht motiviert dich das ja noch mehr, an Ring Fit dran zu bleiben. Du warst eine der Ersten, die mir damals geschrieben haben, dass ich von meinem Aussehen her definitiv nicht 100 Kilogramm wiege. Nun gut. So the tables have turned, me lady. Aha. Nun gut. Ich glaube auch nicht, dass du über 100 wiegst. Ja. Ist doch alles gut, hör mal, ist doch alles gut. Nee, ist ja richtig. Also dann bereite ich mich halt noch mehr darauf vor. Ich will ja, dass da alles gut ist und dass alles sicher ist. Das ist ja... Das ist gefährlich. Also gefährlich ist es halt. Ich kann das nicht oft genug sagen, aber an dieser Stelle noch einmal persönliches Danke von mir, dass du mich jetzt schon fast 6 Jahre begleitest. In meinen verschiedenen Lebensabschnitten ebenfalls. Kann ich zurückgeben. Es hat sich so vieles verändert, aber du warst immer meine Konstante. Oh. Und wirst es auch noch eine Weile bleiben, solange du den Flug überlebst. Hehehe. Nur, dass wir das jetzt hier als Videobeweis festgehalten haben, falls jemals Nachforschungen über mein plötzliches Verschwinden in Strausberg irgendwie. Solange du den Flug überlebst, hehehe, schreibt Klopsi. Okay, gut. Noch einmal danke an alle, die mitgemacht haben. Fühl dich geknutscht. Ey, heute so sehr. Knuddel Sandra, das mache ich gleich. Und die Katzen von uns. Ihr seid... Und mit... Wow. Ach, Mann. Ach, alle doof. Ihr seid alle doof. Mitgemacht haben. Alle. Das ist alle. Oh, Mann. Ihr seid toll. Dach, Papofant, das Swims, Edris, mein Lieber, das Lisa Krümelchen, mein Kleines, das Karofi, Mutito, Shoji Toni, Zote der Mächtige, mein Berliner geiler Zote-Typ, das Dodo-Bärchen, Annegret von Herbstenstein, Any Autumn, Eistivorp, oh, das Foxy, Tiny Tina, Frikas Wursti, Fox Gaming, Kafkaesque, Cutie Pie, Xayef, Lean, Selektionsrest, Juli Puli, Pupi, Sanjay, Zetano, DJ Squabby, Totoni und Pupsi. Oh Mann. Danke. Kekselz auch! Oh, Kekselz, hast du sie vergessen oder vielleicht habe ich sie überlesen? Entschuldige. Warte. Ich schreibe selber Kekselz drauf. Dann steht sie da im Flugzeug. Wir haben Kekselitz vergessen. Aber es ist sogar noch Platz für eine Person. Ich glaube, es wurde wirklich einfach vergessen. Kekselitz. Jetzt steht Kekselitz mit drauf. Kann man so gut sehen, Max. Es ist ein weißes Flugzeug, Max. Toll. Ich habe sie mit draufgeschrieben. Sie steht jetzt drauf. Und Flammvogel. Okay. Flammenvogel. Unterstrich. Nee, nicht Unterstrich. Einfach so. 98. Jetzt sind hoffentlich alle dabei. Man sieht literally keinen Namen. Man sieht's halt wirklich nicht, oder? Sieht man... Da! So ein bisschen jetzt. Da. Da. Da sind wirklich Namen drauf. Dankeschön. Oh Mann. Genau, und hier Eintrittskarten, Stornoversicherung, jetzt alles, was dabei steht. Das lese ich euch nicht vor.
nicht böse sein. Achso, das ist die Storno-Versicherung. Ich dachte gerade eine Lebensversicherung. Was stand dabei? Wann muss die Versicherung abgeschlossen sein? Ich so, Moment mal. Der Hammer. Und fliegen tut das Edeka-Herz, ja. Ihr Pilot heute, das Edeka-Herz. Hoffentlich haben Sie Ihr Sammelheft dabei. Oh, ist das krass. Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Das... Ich habe die unverschämte Frage gestellt, wie will man das noch toppen, was ich ausgepackt habe. Ja. Ich und mein großes Maul. Oh, wirklich. Ich wünsche mir nie wieder was im Stream. Öffentlich. Das mache ich nie wieder. Das war ein krasser Geburtstag. Das war ein mega, mega, mega krasser Geburtstag, okay? Dankeschön. Eigentlich wollten wir nur für den Flug sammeln, aber es kam viel mehr zusammen dank deiner wunderbaren, verrückten Community, dass ich das ganze Paket zusammenstellen konnte. Krass. Also, aber es war ein, das war ein wunderschönes, krasses Gefühl, das aufzumachen. Ich habe erst nicht verstanden, was es ist, weil ich habe oben nur diesen Schriftzug gesehen, links, so einfach geht es, Gutschein einlösen. Und ich so, okay, die haben mir eine PIN-Karte für ein Handy oder so geschenkt, dass ich ein, weiß nicht, mit, ich habe ganz kurz so gedacht, so mit Fans, so ein Handy-WhatsApp-Gruppe. Und dann ist mein Blick nach rechts gewandert und ich las Parabelflug und wirklich alles, ich glaube, man kann das im Video... im VOD sehr gut sehen, wie es auf einmal BUMM macht und ich BÜB. Hat dich dein Geburtstag aus der Fassung gebracht? Ja, wie eine kaputte Glühbirne. Danke, Serrano. Das rundet den Tag jetzt ab. Das rundet den Tag jetzt ab. Ciao! Ich bereue sehr viel. Oh, ich mag den sehr, okay? Ich mag den sehr.